Im Jahr 1981 begannen in dem kleinen Ort Medjugorje in Bosnien und Herzegowina außergewöhnliche Ereignisse, die das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt für immer veränderten. Sechs Seher erlebten Erscheinungen der Jungfrau Maria, die als Königin des Friedens bekannt ist. Seitdem ist Medjugorje zu einem Pilgerort für Millionen Gläubige geworden, die spirituelle Erleichterung, Gebet und Erneuerung ihres Glaubens suchen. Doch was Gläubige und Forscher am meisten fasziniert und neugierig macht, sind die 10 Geheimnisse, die die Jungfrau Maria den CERN offenbart haben soll und die die Zukunft der Welt und der Kirche betreffen sollen. Eine der Hauptseherinnen, denen diese Geheimnisse anvertraut wurden, ist Mirjana Dragis-Vissoldo. Über Jahre hinweg hat Mirjana über ihre Erfahrungen berichtet und sowohl Hoffnung als auch Spekulationen über den Inhalt dieser außergewöhnlichen Botschaften geweckt. Was verbirgt sich hinter diesen Geheimnissen? Beziehen sie sich auf vergangene Ereignisse oder kündigen sie zukünftige Katastrophen oder Wunder an? Welche Botschaft tragen die einzelnen Geheimnisse und was bedeutet dies für die heutigen Christen? In der heutigen Sendung werden wir uns genauer damit beschäftigen, was Mirjana über die 10 Geheimnisse von Medjugorje gesagt hat. Wir werden untersuchen, wie die Offenbarungen ihr Leben beeinflusst haben und welche Botschaften sie der Welt übermittelt. Wir werden die Essenz dieser Geheimnisse erforschen und versuchen, ihre Bedeutung im spirituellen und historischen Kontext zu verstehen. Wir laden Sie ein, diese Lektüre zu genießen, die möglicherweise neues Licht auf diese geheimnisvollen Botschaften wirft und Ihnen hilft, einen tieferen Sinn des christlichen Glaubens zu entdecken. Hören wir uns nun einen Teil des Interviews mit Mirjana an. Dir wurden 10 Geheimnisse anvertraut. Die Geheimnisse wirst du durch den Priester offenbaren. Wie sollen wir uns angesichts dieser Geheimnisse verhalten? Wenn ich über diese Geheimnisse spreche, kann ich sagen, dass die Mutter Gottes sich sehr um die Ungläubigen sorgt, denn sie sagt, dass sie nicht wissen, was sie nach dem Tod erwartet. Sie spricht zu uns, den Gläubigen, sie spricht zur ganzen Welt, dass wir Gott als unseren Vater fühlen sollen und sie als unsere Mutter, und dass wir uns vor nichts Bösem fürchten sollen. Deshalb empfiehlt sie immer, dass wir für die Ungläubigen beten. Das ist alles, was ich über die Geheimnisse sagen kann. Ich muss dem Priester nur das erste Geheimnis 10 Tage vorher sagen. Dann werden wir beide 7 Tage lang nur von Brot und Wasser fasten, und 3 Tage vor Beginn des Geheimnisses werde ich der ganzen Welt sagen, was passieren wird und wo. Und so mit allen Geheimnissen. Mir scheint, dass Pater Tomislav gesagt hat, dass die Geheimnisse wie in einer Kette verbunden sind. Nein, nein, die Priester und andere sprechen darüber, aber ich kann nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass wir beten müssen, nichts weiter. Nur das Gebet mit dem Herzen ist wichtig. Das Gebet in der Familie. Was bedeutet es zu beten? Du sprichst darüber mit außergewöhnlicher Süße. Die Mutter Gottes bittet nicht um viel. Sie sagt nur, dass alles, worum du betest, du mit dem Herzen beten musst. Und das ist das Wichtige. In dieser Zeit bittet sie um das Gebet in der Familie, weil viele junge Leute nicht in die Kirche gehen, sie wollen nicht über Gott hören. Aber sie betrachtet es als die Sünde der Eltern, weil Kinder im Glauben aufwachsen müssen. Denn Kinder tun das, was sie ihre Eltern tun sehen. Deshalb ist es notwendig, dass Eltern mit ihren Kindern beten. Dass sie damit anfangen, wenn sie klein sind, und nicht erst, wenn sie 20 oder 30 Jahre alt sind. Das ist zu spät. Kann dieses Gebet und Fasten auch Naturkatastrophen und Kriege aufhalten? Für uns 6 Seher sind die Geheimnisse nicht gleich, weil wir nicht miteinander über die Geheimnisse sprechen, aber wir haben verstanden, dass unsere Geheimnisse nicht gleich sind. Deshalb sagt zum Beispiel Vika, dass Geheimnisse durch Gebet und Fasten geändert werden können, aber meine können nicht geändert werden. Können die dir anvertrauten Geheimnisse geändert werden? Nein, erst als mir die Mutter Gottes das 7. Geheimnis gegeben hat, war ich sehr beeindruckt. Deshalb sagte sie, dass sie versucht, es zu ändern. Aber wir müssen zu Jesus, zu Gott beten, dass auch sie betet, aber wir müssen auch beten. Wir haben viel gebetet, und dann, als es kam, sagte sie mir, dass sich dieser Teil geändert hat. Aber die Geheimnisse können nicht mehr geändert werden, zumindest nicht die, die ich habe. Hast du den Himmel gesehen? Ich habe nur 2 bis 3 Sekunden den Himmel und das Fegefeuer gesehen. Welchen Eindruck hat der Himmel auf dich gemacht? Ich habe die Gesichter der Menschen gesehen. Man sieht, dass sie alles haben, Licht, Freude.
Das hat mich sehr bewegt. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich immer, wie glücklich sie sind. Auf der Erde sieht man das nicht. Die Menschen haben ein anderes Gesicht. Was hast du im Fegefeuer gesehen? Ich habe gesehen, dass die Menschen aus irgendeinem Grund leiden. Ich habe gesehen, dass sie leiden, aber ich habe nicht gesehen, warum. Sind die Menschen im Himmel jung oder alt? Ich sagte, dass ich nur 2 bis 3 Sekunden gesehen habe. Aber ich habe gesehen, dass die Menschen etwa 30 bis 35 Jahre alt sind. Ich habe nicht viele gesehen. Es gibt Leute, die sagen, dass wir durch andere Religionen in den Himmel kommen können. Wie sieht das Jesus? Wie sieht das Maria? Als die Mutter Gottes mich bat, für die Ungläubigen zu beten, lautete meine Frage: Wer sind die Ungläubigen? Und sie sagte, dass es all jene sind, die die Kirche nicht als ihr Zuhause und Gott nicht als ihren Vater empfinden. Wenn du die Botschaften der Mutter Gottes analysierst, ist die heilige Messe zuerst, dann die Beichte, das Gebet, das Teil der heiligen katholischen Kirche ist. Aber die Entscheidung liegt nicht bei mir. Ich kann nur wiederholen, was die Mutter Gottes sagt. Sie hat oft wiederholt, dass wir auf dieser Welt alles haben können. Aber wenn wir keinen Frieden haben, haben wir nichts. Und der einzige wahre Frieden ist der, den ihr Sohn uns gibt. Warum dürfen wir die Geheimnisse erst zu einem bestimmten Zeitpunkt kennen? Das ist Gottes Wille. Ich denke niemals über die Geheimnisse nach. Ich denke nicht einmal darüber nach, denn der gute Herr bewahrt die Geheimnisse und sein Wille geschieht. Du bist die Erste, der Gospar alle 10 Geheimnisse anvertraut hat. Kannst du uns etwas über die Systematik dieser Geheimnisse sagen? Von den ersten Tagen an begann Gospar, mir die Geheimnisse mitzuteilen. Sie bereitete mich auf jedes von ihnen vor und wenn sie sah, dass ich bereit war, erzählte sie mir davon. In den Geheimnissen sah ich den Willen Gottes. Gospar erklärte mir auch, dass nichts daran geändert werden sollte. Sie müssen so bleiben, wie sie sind, und wir sollten für die Menschen beten. Trotzdem fragen mich die Leute aus Neugierde ständig nach diesen Geheimnissen. Ich antworte ihnen, was Gospar sagt. Wir sollten nicht über die Geheimnisse sprechen, sondern beten. Denn wer sie als Mutter annimmt und Gott als Vater, braucht nichts zu fürchten. Niemand weiß, ob er morgen noch leben wird. Gospar sagt, dass wir in jeder Sekunde bereit sein sollten, wenn er uns ruft. Überlegungen zur Zukunft sind bedeutungslos. Der Wille Gottes wird sich erfüllen. Ich musste einen Priester wählen, dem ich die Geheimnisse zu der von Gospar festgelegten Zeit anvertrauen werde. Es ist Pater Petter Ljubi, ein Franziskaner, den ich zu Beginn der Erscheinungen kennengelernt habe. Er hat sich sehr um Menschen in schwierigen Situationen gekümmert, besonders um die Armen. Dadurch lernten wir uns kennen und verstehen uns gut. Ich bat ihn, die Geheimnisse zum richtigen Zeitpunkt zu verkünden und zu verbreiten, und er hat das verstanden. Am 10. Tag, wenn ich sie ihm übergeben habe, sollte er sie allen Menschen mitteilen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Der Rest bleibt ein Geheimnis. Frage von Pater Livio an Vicar. Mich hat beeindruckt, was die Mutter Gottes über das 3. Geheimnis gesagt hat, das den Zeichen auf dem Berg betrifft. Ihr Seher habt gesagt, es handele sich um ein sichtbares, unzerstörbares Zeichen, das vom Herrn kommen wird. Maria sagte jedoch auch, kehrt um. Wenn das verheißene Zeichen auf dem Berg erscheint, wird es zu spät sein. Sie sagte auch dann, wenn ich das Zeichen auf dem Berg hinterlasse, das ich euch versprochen habe, werden viele nicht glauben. Es ist Zeit für Umkehr und Buße. Warum denkst du, dass die Menschen das Zeichen sehen werden, sich aber nicht bekehren? Das 3. Geheimnis betrifft das Zeichen, das hier in Medjugorje auf dem Erscheinungsberg erscheinen wird. Dieses Zeichen wird für immer bleiben, aber es wird sich vor allem an diejenigen richten, die noch weit von Gott entfernt sind. Die Mutter Gottes möchte ihnen die Möglichkeit geben, das Zeichen zu sehen und an Gott zu glauben. Einmal hatte ich die Gelegenheit, dieses Zeichen während einer Vision zu sehen. Einmal sagte Jakob in einem Interview, dass man nach Medjugorje kommen müsse, um das Zeichen zu sehen. Ja, das ist wahr. Das Zeichen wird auf dem Podbrdo bleiben und man muss hierher kommen, um es zu sehen. Dieses Zeichen wird für immer unzerstörbar bleiben. Über die Menschen, die es sehen und nicht glauben werden, könnte man sagen, dass sie zu verschlossene Herzen haben.
Jeder Mensch ist für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich. Nur Menschen, die von Gott entfernt sind und ein Herz aus Stein haben, können gleichgültig gegenüber dem Zeichen bleiben, andere sicherlich nicht. Für diejenigen, die gute Absichten haben, aber schwer glauben können oder nicht glauben können, wird das Zeichen eine Hilfe sein. Aber für diejenigen, die alles gegen Gott tun, wird das Zeichen nichts nützen. Also wird das Zeichen eine letzte Rettung für die Ungläubigen sein, aber wird es auf irgendeine Weise auch die Kirche dazu bringen, die Erscheinungen als authentisch anzuerkennen? Ja, es wird sicherlich dazu beitragen, die Kirche davon zu überzeugen, dass die Mutter Gottes wirklich all die Jahre hindurch in Medjugorje erschienen ist. Dieses Zeichen kann kein Mensch hervorbringen, nur Gott allein. Wenn das Zeichen erscheint, wird jeder feststellen müssen, dass es nur von Gott kommen kann. Liebe Brüder und Schwestern, angesichts der Aufrufe der Gospa in Medjugorje müssen wir konkrete Schritte unternehmen, die nicht nur unseren Glauben stärken, sondern uns auch auf das Mögliche vorbereiten können. Ihre Botschaften sind nicht nur sanfte Erinnerungen, sondern ernste Warnungen, die wir ernst nehmen sollten. Gebet ist unsere erste und wichtigste Aufgabe. Die Gospa ruft uns zum täglichen Gebet auf, besonders zum Rosenkranz, als Schutzschild gegen das Böse. Stellen Sie sich vor, jedes Gebet ist ein Ziegelstein in einer Mauer, die Sie und Ihre Lieben vor kommenden Gefahren schützt. Sind Sie bereit, die Sicherheit Ihrer und Ihrer Lieben zu riskieren? Fasten ist nicht nur ein Akt der Entsagung, sondern auch ein mächtiges Werkzeug der geistigen Reinigung. Die Gospa ruft uns zum regelmäßigen Fasten auf, weil sie weiß, dass es uns hilft, Gott näher zu kommen und uns von den Versuchungen der Welt abzulösen. Denken Sie beim Fasten an ein geistiges Training, das uns auf kommende Prüfungen vorbereitet. Möchten Sie wirklich der Zukunft ohne diese Vorbereitung gegenübertreten? Regelmäßiges Beichten ist entscheidend. Die Gospa erinnert daran, dass ohne Reinigung der Seele wir nicht die volle Gnade Gottes erfahren können. Jede Sünde ist ein Schatten, der uns vom Licht der göttlichen Gnade trennt. Vernachlässigte Beichte ist wie unbehandelte Wunden, die unser ganzes geistiges Leben infizieren können. Möchten Sie diese Wunden tragen und dabei Ihr geistliches Wohlbefinden riskieren? Die Eucharistie ist das Zentrum unseres geistlichen Lebens. Wenn wir zur Heiligen Kommunion gehen, empfangen wir Christus selbst, der uns Kraft und Frieden gibt. Denken Sie daran wie an Vernachlässigung der wichtigsten Nahrung, die unser geistliches Leben unterstützt. Sind Sie bereit, auf diese lebensspendende Kraft zu verzichten? Die Gospa ruft uns zur Liebe und Buße auf. Die Liebe zum Nächsten und die Buße für unsere Sünden sind Wege zur wahren Umkehr. Ohne sie ist unser Leben leer und fruchtlos. Jeder Tag ohne Liebe und Buße ist ein Schritt in die geistige Leere. Möchten Sie wirklich, dass Ihr Leben leer und zwecklos ist? Das Leben ist eine kurze Reise, und unsere Tage auf Erden sind gezählt. Jeder Tag, jeder Moment ist ein kostbares Geschenk, das wir weise nutzen müssen. Unabhängig davon, wie lange wir leben, ist unser Leben nur ein Augenblick im Vergleich zur Ewigkeit. Die Zeit vergeht unerbittlich, und wir wissen nicht, wann unser Ende kommen wird. Der Tod wird jeden von uns erreichen, unabhängig von Alter, Gesundheit oder Status. Es ist eine unvermeidliche Realität, der wir uns stellen müssen. Wenn unser irdisches Leben endet, was bleibt dann? Nur unsere Seele, die unsterblich ist und ewig leben wird. Unser Körper, materieller Reichtum, Errungenschaften und Erfolge werden hinter uns bleiben. Alles, was wir in dieser Welt für wichtig hielten, wird bedeutungslos sein. Nur unsere Seele wird bleiben, die Essenz dessen, wer wir sind. Die Seele ist unsterblich und ihr Schicksal hängt davon ab, wie wir unser Leben auf Erden gelebt haben. Wie wir andere behandelt haben, wie wir Gottes Gebote gehalten haben und wie tief wir Gott geliebt haben, wird unsere Ewigkeit beeinflussen. Die Seele, deren Schicksal ewig ist, wird entweder in ewiger Freude mit Gott leben oder in ewiger Trennung von ihm sein. Denken Sie daran, dass das, was wir jetzt tun, Auswirkungen für die Ewigkeit hat. Jede unserer Entscheidungen, jede Handlung beeinflusst unsere Seele. Wir sollten bewusst leben, immer mit Blick auf die Ewigkeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass tägliche Sorgen, Freuden und Versuchungen uns von dem ablenken, was am wichtigsten ist,
von der Vorbereitung unserer Seele auf die Begegnung mit Gott.